stellen wir doch was auf die Beine und holen uns einfach das, was uns gefällt, hier nach Nürnberg. Nochmal so ein kleiner Tritt für die Stadt. Ich glaube, Nürnberg kommt schon noch. Es dauert, glaube ich, einfach noch ein bisschen. Und da ist die Style einfach nochmal so ein kleiner Anstupser. Teilmesse aus Mainz, die sich vorwiegend um den Markt und das Marktgeschehen kümmern. Dann fangen wir natürlich über den Markt auch eine breitere Masse ein, die sich auf das Thema Design einlassen, die dann über eine Ausstellung und über das Podium, über Konferenzen und Werkberichte viel tiefer in die Thematik eingeführt werden. Wir sind heute das erste Mal mit dem Style Design Markt hier in Nürnberg zu Gast. Machen das Ganze seit 2009. Grundidee war einfach mal für ein Wochenende lang kreatives Potenzial zusammenzuholen. Ja? Leute, die selber Dinge produzieren, die T-Shirts bedrucken, die Hocker zusammenbauen, die Taschen schneidern. Doch mal so gebündelt zu überlegen, wen kennt man, wen holt man zusammen. Das hat sehr gut funktioniert in Mainz. Und das machen wir so Schritt für Schritt, Gehversuch in anderen Städten. Heute, wie gesagt, zum ersten Mal hier. Macht großen Spaß. Wird, glaube ich, auch sehr, sehr gut angenommen bisher von den Nürnbergern. Bislang finde ich total klasse. Also ich habe mir schon ein paar Stände ausgesucht, wo man irgendwie sich denkt, okay, da gehe ich nochmal hin und kaufe mir vielleicht sogar was. Und es sind auch einfach witzige Ideen da. Also es ist wirklich schön. Ich nähe selber gerne und mache auch gerne kreative Sachen und so hat man sich halt super Ideen oder kommt mit anderen Leuten in Kontakt, die auch gerne kreativ arbeiten. Ich mag das Konzept, ich finde es fein, es ist eine schöne Plattform für keine so kommerziellen Riesenlabels, sondern wirklich für die kleinen lokalen Handmade-Designer, Kreativen, Mode, Schmuck und Co. Precise Design started in 2011 in Nürnberg. It started as a design market with mainly local designers. We started to cooperate with Precise Design. Apart from doing the design market, we also wanted to bring some more things to do and to see for professionals. That's the reason why this year we have this exhibition about efficient products, but also we have a series of conferences with people from Barcelona, Oslo, or Berlin. The main idea is to catch the attention of all the professionals, designers and architects who live around the Nuremberg region. But we also wanted to bring something for the consumer, something that people can buy products from fashion to jewelry to anything you can design. Wir haben mit der Ausstellung Design Efficient Design die TH Nürnberg gewinnen können mit dem Studiengang von Christine Albert. Sebastian Schnellbügel hat sich als unser Ansprechpartner zusammen mit Markus Arezzi um diese Ausstellung gekümmert. Ich denke, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen und ich würde gerne auch dieses Format noch weiter stricken. Markus Arezio, der sich Produkte ausgesucht hat, die auf ihre Art und Weise besonders für Effizienz im Designbereich stehen. Und von denen ausgehend haben wir dann das Konzept entwickelt, die Ausstellung mit alten Autoreifen zu machen. Einerseits greifen wir darin die Form der Medusa, dieses aufblasbaren Raumes, der uns zur Verfügung gestellt wurde, auf. Und andererseits sind natürlich die alten Reifen besonders effizient,
weil sie sowieso Müll darstellen und dann nach der Ausstellung einfach recycelt werden. Effizienz, eine Kooperation mit Frisches Design, eine Ausstellung zu gestalten mit kleinen Objekten. Vielleicht kann da ja später auch mal ein Blick drauf fallen, dass die zum Teil sehr klein sind und der Raum sehr groß. Das Erlebnis hier ist vor allem, was Ungewöhnliches zu schaffen, es ist ein ungewöhnlicher Rahmen und trotzdem den Fokus nicht so sehr von den Objekten wegzuführen. Das hat eine ganz starke Botschaft. Effizienz. Effizienz im Design ist hier die Botschaft. Und dann konnten die 170 Reifen so installiert werden, dass sie eben genau für jedes Objekt passen. Also jedes Objekt hat eine eigene kleine Installation und Kommunikation und das alles aus Reifen. Sich zu informieren, was die einzelnen Produkte eigentlich sind, also was die Geschichte der Produkte ist, was das Besondere daran ist und sie dementsprechend ins richtige Licht zu rücken. Diese Geschichte mit dem NASA-Stift ist halt einfach eine knappe, kurze Geschichte. Das heißt, es wird kein besonders aufwendiges Podest aufgebaut, sondern auch nur ganz klein diese Stifte präsentiert. Oder andersrum, eine Firma beschäftigt sich mit Kleidung, die aus Recyclingmaterial hergestellt wird, also und mit Schuhen. Und die haben ganz viele verschiedene Sachen, die sie anbieten. Da wird ein größeres Podest aufgebaut, da wird geschaut, wie die Jacken präsentiert werden, wie viele davon, wie man eventuell dazu dekorieren kann, also damit die Idee noch besser zum Vorschein kommt. Also dieses Jahr kam die Konferenz dazu mit einem Podium, mit Workshops am Nachmittag und mit den Werkberichten am Abend. Das Podium gliederte sich in Vertreter aus Philosophie, aus der Kunst, von Herstellern, Materialspezialisten und auch Designer. Und es war auf dem Podium einfach ein sehr guter, ein ausgezeichneter Austausch zum Thema Effizienz und Design.